Ready? Gut, Thomas, das erste Drittel gespielt. 2-0, du hast ein wunderschönes Goal gemacht im Powerplay. Wie wichtig ist das für dich? Ja, für mich eigentlich nicht, aber für das Team war es sehr wichtig, dass wir gerade einen guten Auftakt machen im ersten Drittel. Vielfach sind wir ein bisschen hinten drin, im ersten zwei Drittel, und dann machen wir Aufholjagd. Und jetzt sind wir vorne, jetzt müssen wir schauen, dass wir das verwalten können. Sehr gut. Thomas, was erwartest du jetzt von deinem Team, von deinen Mitkameraden? Was erwartest du im nächsten Drittel? Was? Jetzt erwarte ich sicher, dass unser Team versucht, konstant weiterspielen, genauso wie im ersten Drittel. Und dann denke ich, kommt das heute gut gegen den EHC Olten. Mir fällt auf, dass keine Passqualität, dass man ab und zu Mühe hat, dass einfach die Pässe nicht genau ankommen. Auf was ist das zurückzuführen? Das ist vielleicht einfach in der HCB so. Das geht nicht nur in der HC Thurgau so, das ist in der ganzen Liga in der HCB, das ist einfach so. Darum ist es in der HCB vielleicht. Du hast jetzt auch noch relativ viel dazu beigetragen zum Spiel. Wo sind die Ausländer vom HC Thurgau? Was erwartest du von denen? Ja, die machen eh seinen Job. Einer spielt vorne und einer spielt hinten. That's it. Danke vielmals. Danke.